Die ECC-Erfolgsfaktoren-Studie zeigt ja sehr deutlich, dass die Ansprüche der Konsumenten steigen. Und nicht nur in einem Bereich, sondern in ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt die Website-Gestaltung, sei es das Thema Payment, sei es Versand und Lieferung. Die Konsumenten fordern immer mehr, sie lernen aus ihrem Verhalten und stellen entsprechende Ansprüche. Eine ganz interessante Entwicklung, die wir dabei beobachten können, ist, dass der Onlinehandel quasi erwachsen wird, dass er sich zu einem vollwertigen Kanal entwickelt. Das sieht man daran ganz schön, dass Themen, die klassische Themen aus dem stationären Bereich sind, in den Online-Bereich übertragen werden. Vor allem im Bereich Kundenservice. Die Konsumenten wollen Beratung, wollen Service, wollen interagieren mit dem Shop und fordern deswegen Möglichkeiten, in Echtzeit bestmöglich mit dem Shop zu interagieren, so wie sie das aus der Interaktion mit dem Verkäufer im stationären Bereich gelernt sind. Wir haben ganz schöne Beispiele, Butlers, die jetzt Videoberatung anbieten, dadurch ein haptisches Gefühl ihren Konsumenten vermitteln, ungeklärte Fragen auf den Tisch bringen und das näher bringen. Und zum anderen sehen wir das nicht nur im Servicebereich, sondern auch im Bereich der Erlebnisvermittlung. Also der Online-Kanal ist nicht mehr rein funktional gestaltet, sondern neben den Informationen, die es schon immer gab, spielen die Themen Personalisierung eine große Rolle, aber auch die Themenwelten werden immer wichtiger. Das heißt, ich stelle meine Produkte, meine Darstellung nicht einfach nur sortiert da, sondern schaffe neue Erlebnisräume und emotionalisiere den Kunden dadurch wesentlich stärker. Ja, Herr Dr. Hudetz bezeichnet es ja ganz so schön, zukünftig wird die Cross-Channel-Kompetenz ein Erfolgsfaktor im E-Commerce sein. Und man kann es ganz schön daran sehen, dass Cross-Channel-Services weiter an Beliebtheit gewinnen. Das heißt, die Unternehmen haben erkannt, dass sie die Kompetenz aus beiden Kanälen, die sie haben, miteinander kombinieren müssen, die Vorteile in beiden Kanälen spielen. Und man kann zwar aktuell sehen, dass der Stand, das Angebot an Cross-Channel-Services noch gering ist, die Grundlagen mussten geschaffen werden, man braucht erstmal eine Technologiebasis, auf der man aufsetzen kann, aber dann sehr wohl als Vorteil einsetzen kann, das Sortiment, das stationär verfügbar ist, dass man entsprechend auch online präsentiert, zeigt, in welchem Geschäft welche Produkte verfügbar sind. Man kann die reservieren, man kann sich die Lieferung auch in die Filiale senden lassen und hat dadurch einen Mehrwert, dass man Versandkosten spart, dass man bequem anprobieren kann, die Produkte wechseln kann, vor allem im Fächenbereich, der natürlich mit hohen Retourenquoten kämpft, ein Thema, das nicht unbedeutend ist, und wir untersuchen gerade, welche Entwicklung es in dem Bereich gibt und wo die Tendenzen so hingehen, was die Services sind, die einen entsprechenden Mehrwert bieten, und sind schon sehr gespannt nach den ersten Gesprächen, die wir jetzt geführt haben, was denn nun der Cross-Channel-Service der Zukunft ist und wie der Status quo überhaupt aktuell aussieht. Das sind vor allem zwei große Bereiche, die sich herauskristallisieren, um erfolgreich als Cross-Channel-Händler aufgestellt zu sein. Das ist einmal die technologische Basis. Ich muss eine entsprechende Grundlage haben, um meine Kanäle zu vernetzen, um unabhängig von den Kanälen mit meinen Kunden agieren zu können. Das ist ein Thema, das von sehr vielen Unternehmen schon aufgegriffen wurde. Es gibt sehr viele Anbieter, die in dem Bereich gute Lösungen bieten. Ein Warenwirtschaftssystem, das unabhängig vom Kanal, in dem man sich befindet, die Informationen liefert als Beispiel, ist eine Grundlage, die Cross-Channel-Services doch vereinfachen. Und das zweite Themengebiet ist so ein Themengebiet, das noch ein bisschen sträflich behandelt wird von einem, das ist das Thema Personal. Die Technologie allein reicht nicht, ich muss meine Mitarbeiter mitnehmen, letztendlich im stationären Bereich, in dem immer noch 90% der Einzelhandelsumsätze getätigt werden, treffen die Kunden auf die Verkäufer, und an diesem Punkt kommt es oft zu Irritationen, weil man dann Sätze zu hören bekommt, mit dem Online-Shop haben wir nichts zu tun. Nicht nur die Kanäle müssen vernetzt werden, das ein Unternehmen, denke ich, ist schon bei den Konsumenten angekommen und muss nun auch in den Köpfen der Mitarbeiter verankert werden, um letztendlich das Unternehmen als Cross-Channel-Unternehmen aufstellen zu können.